Ein Wochenende mit Hochspannung. Genau das hat am 24. April der Energieminister des Landes in der Landespressekonferenz angekündigt. Vom 27. bis 29. April findet in MV das Aktionswochenende zum bundesweiten Tag der erneuerbaren Energien statt. Fast 70 Unternehmen und Institutionen aus allen Ecken und Enden von Mecklenburg-Vorpommern sind daran beteiligt. Vom Probefahren mit Elektroautos bis hin zu einer Kranausfahrt im Windpark. Im Programm gibt es Angebote für jedes Alter und jeden Geschmack. Was allerdings am Tag der erneuerbaren Energien komplett fehl am Platze sein wird, sind die Befürchtungen, dass der grüne Strom demnächst mit einer Extraabgabe belegt werden kann. Ich glaube momentan weder an eine Sonnensteuer noch an eine Windsteuer. Das waren ja die Ideen, die dahinter standen. Wenn, sind das im Übrigen alles sehr theoretische Diskussionen, die dafür die EEG-Umlage und die Netzentgelte und alle möglichen Dinge ersetzen wollen. Steuern, die es gibt, auf Strom ersetzen wollen durch so eine andere Steuer. Ich halte das momentan alles für relativ theoretische Überlegungen. Zurzeit sind wir eher dabei bemüht, dass die Abgaben, die es ja schon gibt, stabil gehalten werden. Wer genau erfahren will, was am Aktionswochenende in seiner Gegend alles los sein wird, kann sich darüber gerne im Internet informieren unter www.energietag-mv.de.